Also wer auf Schmerzen steht und brutal Gewalt erleben möchte, dann kann ich nur empfehlen, einen Panzer mitzufahren. Das waren hier Einschüsse, was sind da oben? Das ist ein 80-Gerät, auf jeden Fall. Das ist schon eine richtige Rarität hier. Historische Militärtechnik. Vom Wehrmachtsgespann bis zum brachialen russischen LKW. Also so dicht kommt man ja sonst an Militärtechnik nicht ran. Die ist ja mal weggeschlossen. Orden, Waffen, Uniformen. Sammler zahlen dafür jeden Preis. Jetzt sind eben Leute wie die Oligarchen, die richtig Geld haben. Ja, wenn die sagen, die kaufen ein Stück für eine halbe Million, dann machen sie eine Portokasse auf. Das Duell der Panzer. Also ich denke, dass der Leopard vielleicht mehr Spaß macht als der russische BMP. Das werden wir hinterher sehen. Ich bin ganz neugierig drauf. Mitten im Wald versteckt sich eine der größten Bunkeranlagen. Tarnname Fuchsbau. Die Waffe, die Waffen FS aus Berlin. Die sind aus Berlin, mussten die hierher. Vom geheimen Nazi-Bunker zum größten Atombunker der DDR. Das ist bis zum Ende der DDR eigentlich unentdeckt geblieben. Die historische Militärtechnik an sich. Dieses Einfache, dieses Robuste, dieses Haltbare. Das macht den Reiz ja gerade aus. Ein Samstagmorgen auf dem Land, mitten in Brandenburg. Nichts kann die Idylle trüben. Bis der Motor eines russischen Panzers laut aufbrüllt. Willkommen in Europas größter Panzerfanfahrschule. Lehmböden, Panzerhindernisse und Schlammlöcher erwarten hier die Fahrschüler. Wir haben uns gegründet vor 15 Jahren und haben die erste Panzerfanfahrschule weltweit überhaupt eröffnet. So etwas gab es noch nirgendwo. Was erwartet den Gast, wenn er herkommt? Außer einer kleinen kurzen Sicherheitsbelehrung hauptsächlich viel Spaß. Aber letztendlich geht es ja um die Technik, um das Fahrgefühl, um das Fahren im Gelände. Dass das jedermann sehen, jedermann erleben kann. Es ist eine Maschine, die fürs Gelände gebaut ist, ideal ist fürs Gelände. Und das soll jeder bei uns ausprobieren. Als Fahrschulfahrzeuge stehen der russische T-55 Bergungspanzer mit knapp 600 PS, der 65 km/h schnelle Schützenpanzer BMP sowie der deutsche Kampfpanzer Leopard 1 zur Auswahl. Der Leopard 1 war der erste nach 1945 in Deutschland entwickelte Panzer. Seine Länge beträgt knapp 10 Meter. Bewaffnet ist er mit einer Hochleistungskanone und zwei Maschinengewehren. Ein ganz anderer Typ von Panzer ist der russische BMP. Der 1966 eingeführte Schützenpanzer vereint Schnelligkeit, schwere Bewaffnung und die Transportfähigkeit von bis zu 11 Soldaten. Der BMP-1 ist ein amphibischer Panzer mit extrem flacher Linienführung. Bewaffnet war er mit einer Kanone und einer Panzerablenkwaffe. Im Einsatz war er aber eher als schneller und wendiger Infanterietransporter. Alle Panzer, die auf dem knapp 10 Hektar großen Gelände zwischen Rapsfeldern und Pferdekoppeln zum Einsatz kommen, wurden ordnungsgemäß demilitarisiert. Zum Kriegsspielen kommt hier ohnehin niemand her. Es ist das Erlebnis Technik, das die Gäste fasziniert. Die historische Militärtechnik an sich, dieses Einfache, dieses Robuste, dieses Haltbare, und damit umzugehen. Gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig. Ein gewisses Gefahrenpotenzial ist dabei. Es ist kein Computerspiel, es ist kein moderner PKW, wo alles ganz leicht und spielerisch geht, wo ich die Übersicht habe. Es ist schon etwas Einzigartiges, Eingeschränktes, aber das macht den Reiz ja gerade aus. Wer selbst Panzer fahren möchte, sollte aus körperlichen Gründen nicht jünger als 16 Jahre sein. Nach oben ist kein Limit gesetzt. Wir fahren halt gern Panzer und viele andere 1000 Gäste, selbst Frauen. Wir haben über 40% Anteil an Frauen, die zum Panzerfahren kommen. Das hat uns früher selbst überrascht. Damit haben wir einfach nicht gerechnet. Aber es ist so, selbst den Frauen macht das richtig Spaß. Jedes Wochenende kommen fast 100 Besucher nach Bärfelde. Auch Sabine und Alexander möchten den Kick des Panzer-Selbstfahrens erleben. Dazu sind die beiden extra 100 Kilometer angereist. Ich bin noch nie Panzer gefahren. Und es reizt natürlich schon viel PS. Viel Stahl durch die Gegend zu kutschen.
Für 160 Euro kann ja eines der Kettenfahrzeuge eine halbe Stunde selber gefahren werden. Ortswechsel. In Finowfurt findet einmal im Jahr eins der größten Militärtechniktreffen Deutschlands statt. Auf dem Gelände des Luftfahrtmuseums gibt es historische Militärtechnik live zu bestaunen. Das ist die schiere Größe. Also so dicht kommt man ja sonst an Militärtechnik nicht ran, die ist ja immer weggeschlossen. Wenn die Leute sowas mal vom Nahen sehen, auch mal sehen, welche Kraft dahinter steckt, dann ist das, glaube ich, das Faszinosum schlechthin. Christian, René und Candy sind das erste Mal hier. Für Militärtechnik interessieren sie sich schon seit Jahren. Das ist die Faszination der Militärtechnik hier, die findet ja bloß einmal im Jahr statt. Und den Augenblick zu genießen, so viele Fahrzeuge auf einem Fleck zu sehen, ist selten. Und die Technik an sich von den Fahrzeugen, die Gewicht, die Schwere, die Masse, die Fahrzeuge zu bewegen. Erster Blickfang für die drei, ein amerikanischer Hammer. Den Hammer kennt man ja eigentlich nur von den amerikanischen Streitkräften. Die sind ja auch verbreitet in den Einsätzen zu finden, die Fahrzeuge. Und die sind ja auch bewährt. Die sind robust, einfach gemacht von der Technik, aber leistungsstark, sodass man durch schwere Gelände fahren kann. Aufgrund des großen öffentlichen Interesses, unter anderem durch die Golfkriegberichterstattung, kam 1992 eine zivile Version auf den Markt, der Hammer H1. Das Angebot an Militär-Oldtimern ist riesig in Finowfurt. Rund 20.000 Besucher reisen dafür jedes Jahr an. Auf dem riesigen Outdoor-Gelände gibt es russische, amerikanische und deutsche Militärtechnik aus einem Jahrhundert zu bestaunen. Die drei Technikfans zieht es trotz Sonnenschein ins Dunkle eines alten Flugzeughangars. Hier werden unter anderem Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg präsentiert. Hier ist ja was Spannendes und Faszinierendes. Ja, hier ist ein Jagdflugzeug, ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Wahnsinn. Also noch toll, dass wir so viel noch gefunden haben, ja, von den Teilen. Ja. Ist ja alleine schon mit Einschüssen. Du hast den Motor noch relativ gut erhalten. Also hast du ja eigentlich auch selten. Die Ilyushin IL-2 war ein Schlachtflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Dieses Flugzeugwrack wurde aus Einzelteilen mehrerer abgestürzter Flugzeuge zusammengesetzt. Oh, hier ist eine Flak aus dem Zweiten Weltkrieg. Die hat eine maximale Schusshöhe von 10 Kilometern, eine Reichweite von 15 Kilometern. Wahnsinn, ne? Ja, also hier musst du aber auch richtig dran arbeiten. Die 8,8 cm Flak war eine vorwiegend im Zweiten Weltkrieg gebaute und eingesetzte deutsche Flugabwehrkanone. Sie kam auch häufig gegen Bodenziele zum Einsatz. 15 bis 20 Schuss pro Minute waren möglich. Wieder draußen fällt eine Jak-28 ins Auge. Das russische Jagdflugzeug stürzte 1966 unter mysteriösen Umständen im damaligen West-Berlin ab. Geh das mal an, hier Einschüsse, was ist da oben? Ja, wo hat man die Möglichkeit? Eigentlich nur bei diesem Militärtreffen, ja? Wo hat man sonst noch die Möglichkeit, so alte Technik zu sehen und wirklich hautnah live zu erleben? Es geht halt nur hier. Wer darauf steht, so ist, hier Events genau, wie hier, ne? Ist hier genau richtig. Faszinierend ist auch der große Geländeparcours. Hier wühlen sich schwere Militär-LKW und Panzer durch den Sand und bieten Mitfahrgelegenheiten an. Ja, ein besonderes Erlebnis ist hier natürlich der Tatra mit 12 Zylindern. Der Verbrauch liegt bei 50 Liter auf 100 Kilometer, hat 8x8 Allradantrieb. Wir treffen gleich den Andreas, dem das schöne Teil gehört und bei dem wir mal eine Runde durchs Gelände fahren. Der Tatra 813 ist ein schwerer tschechischer LKW mit Allradantrieb. In erster Linie für das Militär vorgesehen, wurde er aber auch in zahlreichen zivilen Varianten produziert. Ein Sammler präsentiert hier auf dem Festival beide Versionen. So, lass uns einsteigen, oder? Komm einsteigen? Nee, los! Die 8x8-Ausführung des Tatra trägt den Beinamen Koloss. Und das nicht ohne Grund. Ja, guck mal. Wahnsinn! Wahnsinn! Mehrere Differentiale und Achsen können gesperrt werden, was den LKW extrem geländegängig macht. Andreas! Beim Militär trat der Tatra vorwiegend als Panzerzugmaschine und Geschosswerfer in Erscheinung. Ein LKW wie ein Gebirge. Das Adrenalin im Körper
Wir sind ja nicht wohin wir zuerst, oder? Also das ist Wahnsinn, wie die Berge, der zieht das durch und das eine Kraft, ein Schub. Du warst immer noch, ja, vom Mitfahren nur, ja. Du hast gar nichts gemacht, aber du sitzt halt drin und siehst den Himmel. Geht senkrecht hoch, senkrecht runter. Senkrecht runter, fällt fast nach vorne, weißt du, wie du hingeht? Das Ding nicht umkippt, ne? Eine Technik ist das ja, ich sag mal, oh, der Sound und diese Gerüche, ja, nach Öl, der verbrannten Diesel. Hammer. Kann ja jede einzelne Achse kann ja separat ansteuern, kann die ausschalten, kann die ja zuschalten, dann guckt man aus dem Fenster, dann fliegt das Fahrzeug fast um auf die Seite. Einfach nur der Wahnsinn, ja. Super, ja. Super Erlebnis, ist nur für jeden empfehlenswert. Also absolut. Das ist absoluter Männertraum. Absolut, das würde ich einfach mal wilde Sau spielen im Gelände und gib ihm 5. Kein Hindernis. Ja. Keine Hindernisse, kein Berg ist zu groß. Auch dabei der russische Schützenpanzer BMP-1. Er wühlt sich rasant durch das Gelände und bietet 8 Wagemutigen eine Mietfahrgelegenheit. Ja, das nächste Highlight ist definitiv Panzerfahren. Jetzt können wir mal gucken, ob der Panzer den toppen kann, oder? Genau, der Panzer muss ja jetzt den LKW toppen. Und von daher, wie gesagt, von der Geräuschekulisse ist es schon ein Unterschied. Und von der Bequemlichkeit wahrscheinlich auch, weil du da noch mehr durchgeschaukelt wirst. Also Panzerfahren ist ein Muss. Ja, der Unterschied Kette, Rad. Militärtechnik ohne Panzerfahren ist... Geht gar nicht. Man muss es einfach machen. Ja, auf jeden Fall wird es eine ganz andere Nummer, ne? Lassen wir uns überraschen für die nächste Runde. Inzwischen ist es Mittag geworden in Finofurt und das Gelände füllt sich immer mehr. Ortswechsel. Hier nahe Berlin, dicht am Scharmützelsee und der Autobahn bei Fürstenwalde, befindet sich ein mysteriöser Ort. Mitten im Wald steht eine der geheimnisvollsten unterirdischen Bunkeranlagen, der Fuchsbau. Einst erbaut für die Waffen-SS, dient er später der NVA als Hauptführungsstelle Luftverteidigung der DDR. Danach nutzte ihn die Bundeswehr als Gefechtsstand Luftverteidigung Sektor 5. Mitte der 90er Jahre wurde der Bunker verschlossen und erst vor wenigen Jahren wieder geöffnet. Seitdem kümmert sich ein Verein um ihn und veranstaltet Führungen. Wir betreten einen Bunker. Wenn ein Stromausfall sein sollte, dann bitte stehen bleiben, nicht wegrennen. Anfang der 60er Jahre zog die NVA in den Bunker und erweiterte ihn massiv. 1978 war der größte Atombunker der DDR fertig, mit mehr als 9000 Quadratmeter. Ein absolutes Hochsicherheitsobjekt. Selbst die Soldaten der Wachkompanie wussten nicht, was sie hier bewachten. Die Leute, die hier gearbeitet haben, Bunker, keine Ahnung. Die sind hier nicht reingekommen. Mitten im Wald wurde von hier tagtäglich streng geheim der gesamte Luftraum der DDR überwacht und ausgewertet. Die Kästen hier, das sind Anschlusspunkte für Erdantennen. Zahlreiche Legenden und Gerüchte gibt es zur Geschichte des Fuchsbaus. Da wurde von einem weiteren Führerhauptquartier Hitlers mit direktem U-Bahn-Anschluss nach Berlin und eigener unterirdischer Autobahnausfahrt gemunkelt. Die jahrzehntelange Geheimhaltung dieses Militärobjekts lässt auch heute noch die Gerüchteküche kräftig brodeln. So, dann werden wir mal reingehen. Was überrascht uns? Die Bundeswehrverschüttung. Das war eine Fläche. Das war eine von den 3 Stellen, wo THW hat da hinten versucht, eine Probebohrung zu machen. Und weil keiner wusste, selbst wir, wie wir angefangen haben, das auszumachen, wusste keiner, wie sieht es dahinter aus. 1995 hatte die Bundeswehr nach ihrem Abzug den Bunker komplett verschlossen. Alle nach außen führenden Hohlräume wurden mit einem Betonschlackegemisch ausgegossen und vermauert. Durch die Verfüllung sollte diese Bunkeranlage für immer unbrauchbar gemacht werden. Wollen wir runter. Mehrere Jahre nach dem Verschluss gelang eine spektakuläre Wiedereröffnung. Seit kurzem können Besucher die verbliebenen Reste der riesigen Bunkeranlage besichtigen. So hoch wie das an der Ecke hier unten lag, noch ist, so hoch war die Treppe verfüllt. Arbeiten hier oben, 20 Minuten, war die Luft alle. Da haben wir Lüfter aufgestellt, die ersten Probebohrungen, weil uns keiner zeigen konnte, haben wir da oben gemacht, da habe ich die erste Probebohrung gemacht. Es konnte uns ja keiner erzählen, wie geht es hinter der Mauer weiter, die Mauer war ja zu. Hier lag so hoch Verfüllmaterial da unten. So, wir wussten, dass das der Ausgang ist, aber wie es hinter der Mauer weitergeht. Immer weiter geht es in die Tiefe, Stockwerk für Stockwerk. Tonnenschwere, atomsichere Stahltüren geben immer neue Gänge frei.
Ohne sachkundige Führung könnten Besucher sich schnell verirren. Wir betreten jetzt den Altbau, gebaut 42 bis 44. Angesichts der wachsenden Luftbedrohung der Reichshauptstadt Berlin beschloss man im Frühjahr 1943, wichtige Ämter auszulagern. Alles unter strengster Geheimhaltung. Für die Waffen-FS aus Berlin. Die sind aus Berlin, mussten die hierher. So entstand in nur einem Jahr die wichtigste unterirdische Fernmeldezentrale für Himmlers SS. Dafür wurde der Bunker dann hier gebaut, dass sie als Verstärkerstation den dann nutzen konnten. Und Sendestelle. Also wir wissen seit Kurzem, dass sie eben auch schon Richtfunk nach Berlin hatten und so Fernschreiber. Und bis Norwegen hoch sind Fernschreibleitungen und Nachrichtenleitungen, also nur Nachrichtentechnik. Ende 1944 hatte die Waffen-SS ihr eigenes Fernschreibnetz entwickelt, das sich wie ein Spinnennetz in ganz Europa ausbreitete. Die neu verlegten Kabel dieses Netzes liefen im Fuchsbau zusammen. Als sich im April 1945 die Rote Armee Berlin näherte, verließen die letzten SS-Einheiten den Fuchsbau und machten die zurückgelassene Technik unbrauchbar. Wir befinden uns jetzt hier unten, also hier so drin. Das ist das Verbindungsbauwerk, hier ist der Altbau. Das sind die drei Röhren. Von hier oben sind wir gekommen. Also ihr seid ja hier hinten hochgefahren, hier hinter dem Berg wieder runtergefahren. Das ist ein Eingangsbauwerk, wo wir reingegangen sind. Das ist ein Treppenhaus hier runter. Und dann, immer wieder öffnen sich neue Türen in dem geheimnisvollen Bunker mit dem Tarnnamen Fuchsbau. Zurück in Finowfurt. Hier findet eine der größten Ausstellungen von historischer Militärtechnik statt. Die beiden Militärtechnik-Fans Christian und René sind auf dem Weg zum nahegelegenen Flughafen. Von dort aus können die Festivalbesucher zu spektakulären Rundflügen mit dem Hubschrauber starten. Der Ex-Militärpilot Christian Schneid wartet bereits mit dem R-44 auf die beiden. Ich glaube, größer könnte der Kontrast in der Paarung jetzt nicht sein. R-44 und ich bin vorher beim Militär CH-53 geflogen, der so ein maximales Abfluggewicht von 19 Tonnen hat ungefähr und der von maximal so ganz knapp einer Tonne. Der Kontrast ist dann schon relativ groß, wenn man die beiden Luftfahrzeuge miteinander vergleicht, ja. Also die könnte man, glaube ich, drei Stück im Laderaum der CH ohne Probleme parken. Der CH-53 ist ein mittelschwerer Transporthubschrauber. Er ist in der Lage, in nahezu allen Klimazonen und bei Tag und Nacht Einsätze zu fliegen. So René, auf geht's. Hast du Angst? Mal gucken, ob wir mit runterkommen. Wir werden ungefähr so mit 90 Knoten fliegen, in ungefähr so 1000 Fuß, das sind so 330 Meter ganz ungefähr. Ich bin zum ersten Mal geflogen, ja. Ich fand es echt irre. Ja. Also besonders der Start, man hat das gleich den Motor gemerkt. Ja. Es war wahnsinnig laut, der ging gleich richtig ab. Ja, aber auf jeden Fall richtig schön. Ein unaufhörbarer Schub und nach vorne weg. Genau. Ja. Gerade weil er ja nicht nach oben startet, genau, okay, weil ja, er ja genau kurz abhebt und dann nach vorne geht. Ja. Und dann merkt man diesen Schub nach vorne, ist einfach unglaublich. Und also, in den Böen wie durchgeschüttet. Ja, in den Böen da oben sitzt dann drin und wackelt hin und her und die Verständigung bricht dann ab, ja, und man kriegt kurz Panik, weil man selber nicht in der Lage ist. Also ist auf jeden Fall ein klasse Gefühl, also wirklich super, super Spaß gemacht. Total schön. Für Christian und René geht es nun wieder auf das Festivalgelände zurück. Hier wird einmal im Jahr tausenden Besuchern an einem Wochenende eine riesige Vielfalt an historischer Militärtechnik vorgeführt. Also die meisten Fahrzeuge, die wir hier haben, sind in privater Hand. Und diese Leute haben natürlich hier ihre Möglichkeit, ihre in Anführungsstrichen großen Spielzeuge mal zu präsentieren. Das ist natürlich auch für die ein kleines Highlight. Man zeigt ja auch mal gerne, was man hat, ohne dass man angeben möchte. Und die Leute interessiert es natürlich, was es so alles gibt. An diesem ganz besonderen Wochenende sind hier alte Panzer, Motorräder, LKW, Hubschrauber und Flugzeuge zu bewundern. Und auch deren detailgetreue Modelle. Doch nicht nur das. Auf dem riesigen Flohmarkt kann man auch Flugzeugteile, Militaria, historische Bücher und andere Dinge erwerben. Also der Teilemarkt ist sehr, sehr gut. Es gibt sehr viel Technik. Es gibt unterschiedlichste Ersatzteile für Pkw, Lkw. Es gibt Militärkleidung, es gibt Nachtsichtgeräte, es gibt Orden. Es ist so umfangreich, das ist wirklich ein Wahnsinn, ja? Wahnsinn. Das ist ein Nachtsichtgerät, auf jeden Fall. Bei Nacht, Fahrt bei Nacht.
Frage. Kannst du hier hochklappen? Ach so, mit diese Panzer. Genau, das Panzerhaube hast du auch. Hinten hast du den Akku drin. Also das ist schon eine richtige Rarität hier. Das wird auch nicht billig sein. Was ist das? Das ist für die Scheinwerfer, zum Abdunkeln der Scheinwerfer. Ach so, genau. Für Sammler ideal. Hier wird jeder fündig. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ein ganz besonderes Highlight in Finofurt ist, dass die Besucher auch mit einigen Militärfahrzeugen mitfahren können. So Jungs, lasst uns in die nächste Runde. Hallo, sei grüß. Panzerfall. Grüß dich. Dachin, grüß dich. Der Schützenpanzer BMP-1 hat knapp 60 Liter Hubraum, 300 PS und ist extrem flach. Der BMP-1 ist eine Symbiose aus Mannschaftstransporter, leichten Panzer und er trägt eine Panzerabwehrrakete. Eine weitere Besonderheit ist hier die flach zu laufende spitze Front, die die Geschossköpfe ablenkt. Und 1980 ist die sowjetische Armee damit in Afghanistan einmarschiert. Im Panzer hatte die Besatzung und 8 Soldaten Platz, die durch 2 Hecktüren das Fahrzeug verlassen konnten. Auf jeden Fall sehr eng. Eine rasante Fahrt im russischen Panzer ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Die Höchstgeschwindigkeit im Gelände liegt bei 45 km/h. Auf 100 Kilometer verbraucht der Panzer ca. 300 Liter Diesel. Also wer auf Schmerzen steht und brutal Gewalt erleben möchte, den kann ich nur empfehlen, mit dem Panzer mitzufahren. Vor wenigen Stunden sind die drei Männer noch mit dem Tatra-LKW diesen Parcours gefahren. Also LKW fahren und Panzer fahren kann man nur bedingt miteinander vergleichen. Man fährt im Gelände, ja, die Hügel sind die gleichen, beide kommen scheinbar auch gleich gut durch. Aber trotzdem sind schon wieder zwei verschiedene Sachen, weil der Panzer ist einfach die pure Gewalt, null Luxus. Man rumpelt da drinnen rum, man ist ihm völlig ausgeliefert. Im LKW spürt sich das doch alles noch ein bisschen sensibler doch noch an oder man hat ein bisschen besseren Komfort da drin. Der BMP ist eines der meistgebauten gepanzerten Fahrzeuge der Welt. In zahlreichen Ländern ist er immer noch im militärischen Einsatz. Historische Militärtechnik sind nicht nur Panzer oder Jagdflugzeuge, auch Militaria gehören dazu. Alte preußische Steinschlosspistolen, Pickelhauben oder höchst dekorative Säbel. Gut erhaltene Exemplare sind sehr selten und begehrt. Karl-Heinz George ist ein deutschlandbekannter Militaria-Sammler und Händler. Militaria ist eigentlich ein sehr großer Bereich, weil es deckt ja ab, es gibt Helmsammler, es gibt Uniformsammler, es gibt Blankwaffensammler, also die jetzt nur auf Säbel, Bajonette. Es gibt nur speziell, die sammeln nur Bajonette. Es gibt nur welche, die sammeln nur die ausgefallenen Bajonette, also die extra Bajonette, wo es nicht so viel von gibt. Es gibt die Ordenssammler, es gibt die Effektensammler, es gibt Literatursammler und so weiter. George sammelt seit mehr als 40 Jahren. Immer wieder trennt er sich dabei auch von Teilen aus seiner einzigartigen Sammlung, um sie im Laden zu verkaufen. Das ist ein Highlight, wo sich auch ein Händler nicht so gerne trennt von. Das möchte man eigentlich behalten. Das ist eine Uniform vom Garde du Corps Potsdam. Das war der führende Offizier. Ja, der ist Baron von und so, wo die ganze Sache, da ist seine Pferdedecke, da ist sein Koller, da ist sein Kürass, der letzte noch. Das waren nur noch leichte Kürasse, die wurden nur noch zu Paraden angezogen. Dann haben sie keine Kürasse getragen, aber der Helm wurde getragen. Für sowas würden andere sonst was geben, ja, wenn sie sowas kriegen oder in ihre Sammlung zählen dürften. Es ist ja auch nicht billig. Sowas kostet ja dann schon mal ganz schnell mal so 25.000, 30.000 Euro. Ist also auch nicht für jeden Sammler. Die hochwertigen Teile sind wirklich nur betuchte Leute, die sich die leisten können. Ja. Und die kaufen sie dann auch wieder, weil es ein steter Zuwachs an Wert ist. Die kaufen das auch wieder als Investment. Beim Sammeln von Militaria kommt es also immer auf die Qualität und die Herkunft des Sammlerstücks, die sogenannte Provenienz an. Wenn Sie es nachweisen können, Fürst so und so hatte diese Pistole gehabt, dann kostet mit unter 20.000. Mit Orden, mit Blankwaffen, ähnliche Sachen. Ja. Da kommt ein richtiges Vermögen zusammen. Das ist auch mitunter eine Geldanlage. Weil die kontinuierliche Preisentwicklung ist gegeben.
Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Alles, was Geld bringt, wird auch gefälscht. Wie gut es gefälscht ist, das ist eine andere Sache. Es gibt plumpe Fälschungen, die halten wir von 10 Meter Entfernung, da sage ich bald. Ja. Es gibt welche, da sitze ich eine Stunde mit der Lupe dran und finde dann die Fehler. Ja. So ist das Leben. Für Laien sind Fälschungen meist nicht zu erkennen. Oft entpuppt sich später das vermeintliche Schnäppchen als wertlose Kopie. Am sichersten ist es, man kauft wertvolle historische Militaria beim Händler. Dieser steht zumindest auch nach dem Kauf als Ansprechpartner zur Verfügung. Beste Beispiel. Wir haben hier das Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern aus der Zeit 33-45. Es gibt, glaube ich, 26 oder 29 Verleihungen von dem Stück. Ja, ungefähr. Ich möchte jetzt nicht lügen. Ich kenne aber mindestens 60 Sammler, die den haben als Original. Und so ist es natürlich mit vielen Sachen. Denn so ein Orden, wenn sie den natürlich haben und beide große Urkunden noch dazu haben, ja, und das Etui noch dazu haben, dann reden wir ganz schnell mal über 60.000, 70.000 Euro. Aber es gibt, wie gesagt, etliche, die sagen, die haben es in ihrem Besitz. Naja, ist immer fraglich dann nicht. Wer als Zivilist einmal Panzer fahren möchte, der ist hier in der Panzerfanfahrschule genau richtig. Jedes Wochenende kommen rund 100 Fahrschüler auf das knapp 10 Hektar große Übungsgelände, um den Umgang mit den schweren Ungetümen zu erlernen. Also wir haben unheimlich viele ausländische Gäste da, also die am weitesten angereisten sind mal Neuseeländer, die wir hier haben, über Isländer, Amerikaner, Engländer, die kommen von überall her, die haben eine 40-prozentige Quote Frauenanteil dabei, ja, Deutsche ja sowieso, und da geht's von der Hausfrau bis zum Banker, alle sind da, selbst Wehrdienstverweigerer hatten wir schon hier oder reine Pazifisten, die einfach das mal wirklich sehen wollten, erfühlen, erfahren wollten, wie das ist, selbst die sind Panzer gefahren, also alle. An diesem Wochenende wollen auch Sabine und Alex das Panzerfahren lernen. Sie werden von Fahrschullehrer Jochen Schmidt in Empfang genommen und erhalten zuerst eine Sicherheitsbelehrung über den Umgang mit Kettenfahrzeugen. Wie ihr seht, unsere Fahrstrecke ist abgezäunt. Ja. Ja. Logischerweise die Fahrstrecke nicht betreten, weil wenn da ein Panzer vorbeikommt und wir den Panzer betreten, wird immer eine Leiter benutzt. Ihr seid verbunden dann mit einer Bordsprechanlage, ihr kriegt dann direkte Kommandos, worauf ihr hören müsst. Und von wo werden die Kommandos gegeben? Ja, vom Fahrlehrer. Alex nimmt den Kampfpanzer Leopard, Sabine den schnellen russischen Schützenpanzer BMP. Also ich schätze mal, der russische ist ja kleiner, demzufolge auch leichter. Der Leopard ist ja größer, demzufolge auch schwerer. Ich glaube, der wiegt irgendwie so um die 43 bis 45 Tonnen oder so, der Leopard. Aber von der Leistung, ich glaube, da nehmen sie sich beide nicht viel. Also ich glaube, der Leopard, der kann auch schnell, ist auch wendig, genauso wie der viel kleinere russische. Also ich denke, dass der Leopard vielleicht mehr Spaß macht als der russische BMP. Das werden wir hinterher sehen. Ich bin ganz neugierig drauf. Lass die Beine reinhängen. Immer ran. Rechte Hand, linke Hand und einmal runterrutschen. Okay, was sehe ich? So, hier hast du das Lenkrad, ganz normal links, rechts. Dann hast du da unten zwei Fußpedale, rechts Gas. Gas, Bremse. Genau, dann nehmen wir jetzt die Bremse. Okay. Hier drüben hast du die Automatikschaltung, N wie neutral. Knopf drücken, Hebel nach vorne auf V, fährt er vorwärts. Dann hast du hier Öldruck und Wassertemperatur. Zwischendurch einfach mal immer wieder raufgucken während der Fahrt. Muss im grünen Bereich sein. Rest kommt bei der Fahrt. Klingt eher nach VW Golf als nach Panzer. Doch schon beim Einstellen der Sitzposition gibt es die ersten Probleme. Bei Sabine geht es etwas rustikaler zu. Besonders die originale russische Panzerhaube gefällt ihr.
Dann erfolgt die Einweisung direkt am Fahrzeug zur Führung und Handhabung des Panzers. Bin ich zu hören? Ja. Einmal frei. Also pass auf, Sabine. Das ist wie im Auto. Ja. Kupplung, Bremse, Gas. Das siehst du dort, ja? Ja. Hiermit lenken wir den Panzer. Ja. Wenn wir nach rechts fahren wollen, zum Beispiel, drücken wir den Lenkel nach rechts. Und jetzt merkst du, hier ist ein Widerstand. Ja. Das ist die erste Stellung. Hiermit lenken wir. Ja. Würdest du weiter drücken, blockiert die Kette. Und das ist bei hoher Geschwindigkeit gefährlich. Also nur bis hierher lenken. Okay. Ja. Du kannst und sollst selbstständig lenken. Ja. Es sei denn, du hörst ein klares Kommando. Wenn ich zum Beispiel sage rechts, dann lenkst du rechts so lange, bis du hörst gerade. Dann fahren wir es wieder gerade an. Okay. Ja? Wir fahren gleich mit dem zweiten Gang an. Der zweite Gang nach vorne drücken und gerade hoch. Ja. So, hier haben wir einen Drehzahlmesser. Ja. Wir fahren zwischen 1005 und 2000 Drehungen. Okay. Alles klar? Alles klar. Gut. Kupplung treten, ja. Zweiten Gang einlegen, vordrücken und hoch. Ja. Etwas Gas geben und die Kupplung einfach rauslassen. Lass sie los. Weg den Fuß. Jawohl. Linken Fuß weg von der Kupplung. Sabine rollt. Auch Alex macht sich im Leopard startklar. Bist du bereit? Bereit. So, dann Knopf drücken, vorwärts schalten. Lass mal rollen erstmal, ja? Erstmal ganz ruhig. Während Sabine den sowjetischen Panzer mit Vollgas in das erste Hindernis steuert, lässt es Alex im Leopard vorerst bedeutend ruhiger angehen. In Finofurt erleben derweil rund 20.000 Besucher Militärtechnik der letzten 100 Jahre zum Anfassen. Ein ganz besonderes Highlight, der MiG-21 Flugsimulator. Was haben wir denn hier Schönes? Hallöchen. Servus. Servus. Flugsimulator, MiG-21. Wow. Wollt ihr eine Runde fliegen? Gerne. Ja, sehr gern, ja. Auf jeden Fall. Der Simulator bietet ein Original-Cockpit und atemberaubende Effekte für den gesamten Körper. Also, hier haben wir den Stick. Ja, okay. Häuser werden klein, Häuser werden groß. Linke Rolle, rechte Rolle. Schubhebel. Vorne schnell, hinten langsam. Okay. Das ist der Fahrwerkshebel. Also, das ist ja ein Flugzeug, was im Grunde schon ein historisches Modell ist. Die Chinesen fliegen, glaube ich, noch so die letzten Varianten davon. Die MiG-21 ist ein in der damaligen Sowjetunion entwickelter Abfangjäger. Sie wurde 1959 in Dienst gestellt und ist mit mehr als 10.000 Exemplaren eines der meistgebauten Kampfflugzeuge der Welt. Die MiG-21 war ein kommerzieller Erfolg und steht noch in zahlreichen Staaten im aktiven Dienst. Wir fanden es sehr interessant, vor allem auch im Hintergrund mit dem Museum, so ein Luftfahrzeug wirklich auch wieder zum Leben zu erwecken. Also dass man nicht nur Luftfahrzeuge hier sehen kann, sondern dass man auch die live erleben kann, einsteigen kann und mal so ein Gefühl bekommt, wie es ist. Wir haben uns dann auch absichtlich dafür entschieden, die analogen Instrumente zu benutzen und keine Monitore einzubauen, weil das nochmal ein ganz anderes Feedback gibt und ein ganz anderes Gefühl für den Piloten, der da drin sitzt. Also das ist dann auch wirklich so, wie die Piloten das früher erlebt haben. Originalinstrumente und ein riesiger Monitor machen den Flug zu einem einmaligen Erlebnis. Fühlt sich sehr realistisch an. Also kann ja schon fast schlecht werden dabei. Wow, macht echt Spaß. Der Traum vom Fliegen benötigt natürlich auch in der Simulation eine Menge Technik. Ein Hochleistungsrechner steuert den Simulator. Er dreht schon ein bisschen im Kopf. Auch René fliegt mit Überschall dicht an die Stratosphäre und jagt im Tiefflug durch Häuserschluchten. Also ich spüre auf jeden Fall den Bass, spüre ich auf jeden Fall von hinten, ja. Und die Instrumente machen hier wahnsinnige Geräusche, dieses Licht und alles, ja, das ist schon echt sehr imponierend, sag ich mal, ja. Du hast hier auch auf dem Sitz eine Wahnsinns-Vibration. Also das ist schon ziemlich realistisch, würde ich sagen. Noch realistischer wird die Flugsimulation, wenn die Kabinenhaube geschlossen wird. Dieser Flugsimulator diente schon den NVA-Piloten zu Übungszwecken. Irgendwie habe ich hier eine Warnmeldung. Ja, dein Triebwerk ist ausgefallen. Das Triebwerk ist ausgefallen, oder? Auflandung, sanft aufsetzen. Sanft aufsetzen, oh mein Gott.
Ganz Nase hoch nehmen, Nase hoch. Dann. Ja, okay. Weiter Nase hoch. Ja. Herrlich, der Looping, der hat mir den Rest gesehen. Ja. Ich habe ja dreimal gedreht. Einfach nur Wahnsinn. Ja. War ein geiles Erlebnis. Auch Spaß. Aber, oder? War ein schönes Erlebnis, das ist ein Highlight. Das ist ein absolutes Highlight zum Schluss nochmal. Super, kann ich nur jedem empfehlen. Habt ihr selber mitgekriegt. Ja. 20.000 Besucher bewundern ein Wochenende lang die historische Militärtechnik von rund 2.000 Ausstellern. In Berfelde befindet sich Europas größte Panzerfanfahrschule. Teilnehmer dürfen unter Anleitung selbst durchs Gelände fahren. So, wir fahren erstmal mit nach vorne hin. Halte die Drehzahl ein. Genau, so ist es richtig. Und links. Links. Sabine Niephagen steuert einen russischen Schützenpanzer durchs Gelände. Am Steuer dieses Leopard 1 sitzt Alexander Reichelt. Nach einer Einweisung ging es für die beiden auf die Strecke. Jeweils unter der sachkundigen Anleitung eines Fahrlehrers. Denke dran, du sitzt rechts im Panzer. Der ist links aber ganz schön breit, ja? Und beim Lenken immer Gas geben. Beim Lenken immer etwas Gas geben. Beim Lenken kein Gas geben? Doch, beim Lenken immer etwas Gas geben. Immer Gas geben beim Lenken. Und links. Und hochhalten in den dritten Gang. Leicht vordrücken und nach unten. Jawohl. Einmal frei. Rechts. Etwas links rüber. Denke mal, du sitzt auf der linken Seite des Panzers, ne? Rechts. Gas. Gas weg. Juhu! Gerade. Gerade. Nach der Einweisung darf jeder Fahrschüler 30 Minuten auf die Piste. Zeit genug für erste Eindrücke. Der Leopard ist natürlich ein ziemlich schweres Teil. Ich denke mal, dass der vielleicht nicht ganz so wendig ist wie der russische, der ja wesentlich leichter ist. Man merkt natürlich in einem schweren Teil kleine Geländeunebenheiten gar nicht. Also ich bin erstaunt, wie wenig man drin durchgerüttelt wird. Komfort ist dagegen im russischen Schützenpanzer ein Fremdwort. Hier ist die alte Militärtechnik noch ungefiltert zu spüren. Cool. Ja. Sabines russischer Schützenpanzer kann schwimmen und Geländestufen von bis zu 70 cm Höhe überwinden. Und in Kurven ist er besonders spritzig. Nachdem ich gewusst habe, dass man die Kurve besser fahren kann, wenn man in der Kurve praktisch Gas gibt, ne, wenn du links, eine Linkskurve fährst, du lenkst links und gibst richtig Gas, dann merkst du richtig, wie er mit dem Arsch rumzieht. Außen stahlhart, innen weich gepolstert. Der Leopard 1 von Fahrschüler Alex. Wir haben jetzt ein Hindernis vor uns, ja? Eine Treppe mit zwei Stufen, okay? Die fahren wir nicht mit Vollgas hoch, sondern wir fahren ganz normal Gas, ja? Und wenn wir oben sind, runter vom Gaspedal, dann rollen wir runter. Verstanden? Schön durch die linke Spiegel gucken, man hat einen wunderbaren Himmel. Bisschen links noch und Gas geben. Highlight war natürlich, hier im Hintergrund sieht man es, diesen Doppelhügel. Ist natürlich hochinteressant, wenn man da langfährt. Man guckt nach oben, man sieht nur Himmel und man sieht die Strecke eigentlich erst dann wieder, wenn es bergab geht. Und das ist natürlich schon faszinierend. Man fährt erst mal ins Blaue hinein. Sabine ist inzwischen mit dem russischen Panzer vertraut. Ihr Fahrlehrer startet nun Stufe 2. Der 30 Minuten Fahrunterricht ist schnell vorübergegangen. Zeit für ein Resümee. Also es war super, super, super. Man hat schon, wenn man denn das Fahrzeug erstmal besteigt und man kriegt da dann eine kurze Einweisung, dann denkst du schon, oha, ne, hier unten die Pedalen und ich bin ja den russischen Panzer gefahren, da hast du ja Schaltung drin. Ne? Wobei der andere, der ist ja Automatik, da fährst du ja bloß vorwärts, rückwärts und hier musst du richtig schalten, so zweiter, dritter, vierter Gang und so und kuppeln, ne? Also so wie beim normalen Fahrzeug, Trecker, LKW oder sowas. Ja, nee, war gut. Gut, ich bin richtig aufgeheizt. Für mich ist es eigentlich nur die Technik, Faszination der Technik, dass eine Maschine mit unwahrscheinlicher Kraft sich so durchs Gelände wühlen kann.
Man muss dabei aber auch mal drüber nachdenken, dass die Dinger ja eigentlich für etwas gebaut werden, was mit Spaß so gar nichts zu tun hat. So, und das muss man natürlich dann unterscheiden. Aber rein die Technik und damit mal durchs Gelände zu heizen, macht irrsinnig viel Spaß. So, ihr zwei Hübschen, jetzt sind wir fertig mit Panzerfahren. Hat Spaß gemacht? Ja, sehr. Hat richtig Spaß gemacht, ja. Ihr habt euch Mühe gegeben und dadurch, dass ihr euch Mühe gegeben habt, hat auch jeder seinen Führerschein verdient zum Panzerfahren. Natürlich ist dieser Panzerführerschein kein offizielles Dokument. Aber Sabine und Alex haben hier gelernt, wie man einen Panzer im Gelände fährt und durften diesen auch selbst bedienen. Bei dem Militarier-Sammler und Händler Karl-Heinz George finden sich Schätze aus drei Jahrhunderten. Militarier, das verspricht nicht nur Wertzuwachs, sondern verweist auch auf wichtige historische Hintergründe. Der Mensch ist mal leider so, oder die Geschichte war bis jetzt so, sie hat sich immer ums Militär gedreht. Immer war irgendwelchen Remi-Demi und Schlachten und wisst ihr, da wird alles, was sie da alles gemacht haben. Und die Menschheit hat sich eigentlich nur nach dem Militärischen gerichtet. Wie stark ist man oder wie schwach ist man? Ja, kann man Allianzen eingehen? Und dann konnte man nur mit einem Schwert. Das war früher so. Kann man leider nicht abstreiten, obwohl gerne andere abstreiten würden. Aber selbst ein Bauernaufstand ist ohne Waffen nicht ausgekommen. Ja, die konnten nicht einfach nur mit einem Dreschflegel losgehen. Waren zwar welche da, weil sie keine Säbel hatten, aber sie brauchten harte Waffen, um auch gegen harte Waffen zu kämpfen. Und das ist bei vielen so. Ja. Das ist eben so Gang der Geschichte. Historische Schusswaffen werden besonders gerne gesammelt. Vor dem Kauf sollte man sich jedoch erkundigen, was erlaubt ist und was nicht. Ältere Sachen, die vom Preis her auch etwas intensiv sind, mit denen schießt man nicht mehr. Das sind Sammlerobjekte. Die Preise für hochwertige Waffen steigen Jahr für Jahr. Ein sächsischer oder sonst was kostet richtig Geld, kostet 15.000, 20.000, der ist dann verbeint und Wappen drin und ähnliche Sachen. Ja. Oder dann kommen natürlich dann nur noch, die das toppen würden, wenn dann nachweislich die in fürstlichem Besitz waren. Die sieht man aber auch von der Verarbeitung her, die sind in Eisen geschnitten und haben noch Amplikationen, das noch und das und vor allen Dingen die Wappen drauf. Und das ist nachweislich, wenn sie es nachweisen können, Fürst so und so hatte diese Pistole gehabt, dann kostet mit unter 20.000. Militaria, eines der umfangreichsten Sammelgebiete überhaupt. Das ungewöhnlich breite Spektrum führt in der Regel dazu, dass sich die Sammler zumeist spezialisieren. Nur wenige Militaria-Sammler sammeln einfach alles, was ihnen in die Hände fällt. Sie müssten sich dann klar werden, in welche Richtung gehen sie. Will ich Deutsch sammeln? Will ich Frankreich sammeln? Will ich Europa sammeln? Will ich Blankwaffen sammeln? Will ich Orden sammeln? Wenn Sie alles sammeln wollen, dann rate ich Ihnen, gucken Sie sich erstmal Ihr Konto an. Und das kann sehr teuer und sehr umfangreich werden. Sehr umfangreich. Ob Sie auch Platz haben, wo Sie die Sachen hinkriegen. Ein kleines Zimmer, das haben Sie innerhalb von 2, 3, 4 Jahren voll. Ich würde vorschlagen, dann immer so anzufangen mit leichten Blankwaffen. Sehen optisch immer sehr gut aus. So, muss nicht gleich die teuren sein, aber so ein Infanterieoffizier, so 400 Euro. Und dann vielleicht noch mal ein Gegenstück von Mecklenburg, ein bisschen teurer, aber es ist eben das Gegenstück. Und dann kann man auch mal einen Artilleriesäbel nehmen oder ähnliche Sachen nehmen. Und wenn Sie da sich ein bisschen auskennen und ein paar Sachen haben, wird es automatisch kommen, dass Sie auch in die ältere Kategorie gehen und auch ausgefallene Stücken kaufen. Aber bloß nicht gleich auf einen 2.000, 3.000 Euro Säbel stürzen. Der alleine gibt ihnen nichts. Man muss generell sagen, umso besser sie kaufen, umso wertiger ist ihre Sammlung, umso werthaltiger wird es auch sein und umso wertsteigender wird es auch sein. Teilweise haben Militarier in den letzten Jahren einen Wertzuwachs von mehr als 40% erzielt. Neben dem historischen Wert also auch noch eine gute Geldanlage. Ortswechsel. Tief in diesem Wald befindet sich der Bunker Fuchsbau. Mehr als 50 Jahre unterlag diese Anlage strengster Geheimhaltung. Erst Nachrichtenzentrale der Waffen-SS, dann Gefechtsstand der NVA Luftstreitkräfte. Einer, der hier 13 Jahre als NVA-Offizier Dienst tat, ist Manfred Rassau. Ja, wir sind zurzeit
im Kopfbau. Das ist ein Eingangsgebäude, das hauptsächlich benutzt wird, um in das Schutzbauwerk zu gelangen. Im Kriegsfall wäre von hier aus die Luftverteidigung der DDR befehligt worden. 350 Männer und Frauen gehörten damals der Dienststelle an. Manfred Rassau war einer von ihnen. In diesem Jahr, im Juni, sind es genau 40 Jahre her, dass ich zum ersten Mal an der Dienststelle war. Das war im Juni 1977. Und ich habe die Dienststelle verlassen im Dezember 1990. Rassau kehrt zurück zu seiner alten Dienststelle. Insgesamt ist der Bunker fast 20 Meter tief. Die Anlage besteht aus zwei miteinander verbundenen Bunkern. Wo wir jetzt lang gehen, das gehört alles noch zu dem älteren Teil des Bauwerkes, der in der Zeit des Zweiten Weltkrieges errichtet wurde. Immer aufpassen, Kopf einziehen, einer nach dem anderen. Ein langer Betongang führt vom ehemaligen SS-Bunker zum größten Atombunker der DDR. Das war so ein kleines Heiligtum, muss man sagen. Hier war früher auch ein Türöffner dran. Es hatte auch nicht jeder Zugang dazu. Das Herz des Fuchsbaus, der sogenannte Führungssaal. Darin stand das 80 Millionen Mark teure digitale Führungssystem Almaz. Für den Fall, dass es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung gekommen wäre zwischen dem NATO-Bereich und den Truppen des Warschauer Vertrages, wurde hier eine Gefechtsbesatzung stationiert, die von hier aus die Luftverteidigung des Landes lenken sollte. Der Luftraum wurde 365 Tage im Jahr ununterbrochen überwacht. Alarm gab es dabei täglich. Alarm wurde in sehr vielen Fällen ausgelöst. Also das nannte sich dann B1, eine Bereitschaftsstufe B1. Dazu wurde hier eine Signalanlage verwendet. Die Arbeitsplätze mussten eingenommen werden. Zum Beispiel war ein Anlass zur Alarmauslösung, wenn Militärflugzeuge der NATO sich der Grenzen näherten. Das waren in der Regel Luftziele, die nicht eindeutig identifiziert werden konnten als Gegner oder eigene Luftziele ohne Kennung. Und da musste dann die Entscheidung in Fürstenwalde getroffen werden. Sobald feindliche Flugzeuge in Richtung DDR flogen, schrillten die Alarmsirenen auch im Fuchsbau. Sofort starteten die Abfangjäger der NVA. Es wurde oft Alarm ausgelöst bei Anflug strategischer Aufklärungsflugzeuge vom Typ SA-71. Die flogen in der Regel mit 3000 Meter pro Stunde und 20 Kilometer Höhe und höher. Die SA-71 war ein Mach 3 schnelles Aufklärungsflugzeug, das ab 1966 im Einsatz der US Air Force stand. Entwickelt wurde es im Auftrag der CIA. Wenn dann die Maschinen in Sichtweite waren, wurden diese auch von sowjetischen Flugzeugen begleitet. Jeweils eine MiG-25 hat die SA-71 begleitet. Die MiG-25 ist ein einsitziger sowjetischer Abfangjäger. Mit dem Auftauchen der SR-71 in Europa wurde von der Sowjetunion eine spezielle Version dieses Flugzeugs konstruiert, um den US-Aufklärer abfangen zu können. Die MiG-25 PD. Der Fuchsbau als Hochsicherheitsobjekt unterlag strengsten Geheimhaltungsmaßnahmen und war von einer Hochspannungssicherungsanlage umgeben. Die Frisch- und Abluftschächte waren als harmlose Baracken getarnt. Es gab sogar ein eigenes Telefonnetz nach außen. Den westlichen Geheimdiensten blieb der Bunker jedoch nicht verborgen. Also die Existenz des Bunkers war eigentlich nicht zu verheimlichen. Was verschleiert wurde und nicht bekannt wurde, war die Existenz der höchsten Führungsstelle der Luftverteidigung des Landes, der DDR. Das ist an sich, so viel mir bekannt ist, bis zum Ende der DDR eigentlich unentdeckt geblieben. Bis 1989 die Mauer fiel. Ein Schock im Bunker Fuchsbau. Mit dem Öffnen der Grenzen im November 1989 hatte sich natürlich auch für die
Militärangehörigen der DDR eine vollkommen neue Situation ergeben. Hoher Besuch im ehemaligen zentralen Gefechtsstand der NVA-Luftstreitkräfte. Politik und Bundeswehr interessierten sich sehr für das ehemals streng geheime Objekt. Es tauchten dann erste Gruppen von Bundeswehroffizieren auf, die sich scheinbar mit der neuen Lage vertraut machen wollten. Und das war schon ein bisschen eigenartig, wenn man bedenkt, dass der Bunker an sich sehr geheim gehalten wurde. Der Gegner gar nicht wusste, dass hier die höchste Führungsstelle der Luftverteidigung sich befand. Und man konnte sich auch nie richtig vorstellen, dass eines Tages der vormalige Gegner sich in diesem geschützten Bauwerk befindet und sich alles anschaut. Das Objekt wurde noch bis zum Abzug der sowjetischen Truppen 1994 von der Bundeswehrluftwaffe für 10,8 Millionen D-Mark umgebaut und als Gefechtsstand des Luftverteidigungssektors 5 betrieben. Das sowjetische Führungssystem Almaz war überflüssig geworden und wurde verschrottet. In den 50 Jahren seines Bestehens hat der Bunker Fuchsbau 3 Generationen von Armeeangehörigen gesehen. 1995 fiel der Bunker in den Dornröschenschlaf. Historische Militärtechnik. Das sind geheime Bunker, zivile Panzerfahrschulen, hochpreisige Militarier und zigtausende Menschen, die sich für die Technik, die hinter der einst militärischen Nutzung steht, begeistern.